So Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Outlast und ganz kurz zu meiner Verteidigung, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, weil ich nämlich das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, war ungefähr vor einer Woche und ich weiß echt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja. Nur mal ganz kurz zur Info auch nochmal, bevor ich jetzt anfange. Vielleicht haben ja manche gemerkt, dass ich kein Uncharted jetzt vielleicht hochgeladen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit jetzt schon gemacht habe oder muss ich da runter? Ich schätze mal. Also ich weiß nicht, ob das Leuten aufgefallen ist. Also ich bin nicht sicher, ob ich bis dahin jetzt schon ein neues Uncharted Let's Play hochgeladen habe, aber ich denke mal schon. Falls nicht, dann nimmt es mir nicht übel. Ich habe halt momentan viel zu tun, deswegen habe ich nicht immer Zeit dafür, aber gut. Ist ja auch egal. Oh. Ach ja, wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Irgendwie so war das. Okay, da geht's nicht lang. Hallo. Na ja, gut. Also, ganz ehrlich, Leute, der Digga, der ist nervig. Das weiß ich noch ganz genau vom letzten Mal. Oh, fuck. Oh, wie jetzt? Nimmt er durch Schaden? Und jump. So, komm. Das war wohl nix. Ja, ich bin ziemlich gespannt, wie Outlast denn noch wird. Da war jemand. Hallo? Admin Block. Ach, die Scheiße. Es wird hier wieder so schön in Outlast. Ich bin sehr erleichtert, dass wir dieses Spiel wieder spielen. So. Geh die vergraben, Junge. Was will der von mir? I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor said, you know that, right? Dr. Varricade died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Der scheint noch recht vernünftig in der Birne zu sein. Hier hin? Hätte er nicht einfach die Leiter runterklettern können. Ach du Scheiße. Ist das Tee? Ich weiß es nicht. Verarsch mich nicht, ey. Ganz ehrlich, das Spiel ist wirklich gut gemacht. Also die Atmosphäre ist wirklich gut. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Wir rushen hier mal ein bisschen durch, damit wir nicht hier 10 Jahre stehen. Ein bisschen scheiße. Steh nicht auf. Also ich rush hier ein bisschen durch. Damit wir nicht irgendwie hier 10 Jahre noch durch die Kanalisation rennen. Ich gehe mal hier durch. Boah, jetzt müssen wir durch den Scheiß hier laufen. La la la. Also wie gesagt, Outlast gibt es ja für die PlayStation 4 und für den PC. Ob es das für Xbox gibt, weiß ich nicht, weil ich spiele persönlich keine Xbox. Werde ich vielleicht irgendwann mal, weil ich will mir vielleicht auch irgendwann noch eine zulegen. Weil ich einfach, es gibt manche Spiele, die gibt es vielleicht, weiß ich nicht, aber es könnte natürlich sein, dass es zum Beispiel Ark niemals für die PS4 geben wird. Es soll angeblich im Dezember rauskommen, ob das natürlich stimmt, das weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen, aber wenn es nicht rauskommt, habe ich nächstes Jahr eine Xbox One. Die PS4, ja klar. Ich hoffe nächstes Jahr nochmal eine PS4. Bringt's voll. So. Na komm schon. Und hopp. Huah. Alter,
Das ist eine Scheiße hier. Und hoch da. Oh, hallo. Ja, das ist so ein... Tatsächlich, Leute, Outlast ist wirklich atmosphärisch wirklich sehr gut. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Weil es ist so eine bedrohliche Atmosphäre irgendwie. Okay, da können wir lang. Ich will da zwar nicht lang, aber fuck off, warum nicht? Ach du Scheiße, wo sind wir hier denn? Bäh. Ich schätze mal, ich muss da vorne hin. Da läuft jemand. Wer ist das? Och nee, sag nicht, es ist der... Es ist der Dicke, oder? Komm wieder der Dicke, ich glaube es geht los. Der ist überall. Der ist überall, wo wir sind. Guckt ihn euch an. Immer der gleiche. Dieser fette Sack. Hat der nichts anderes, hat er nichts Besseres zu tun, als uns die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. Alter, ich geh doch da lang. Ist mir doch scheißegal. Der macht doch sowieso nur, was er will. So, jetzt müssen wir gleich wieder sprinten, weil der Fette bemerkt uns. Kann er bitte Leiter klettern? Nein! Was machst du denn? Geh wieder hoch! Alter! Okay, scheint nicht so, als würde Dicke uns folgen. Hallo? Okay, ich lasse dich hier sitzen. Tschüss. Gut. Das hält den Dicken ein bisschen auf. Mailward. Ach du Fuck, ey. Ist ich will. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Was für eine Kacke. Geh weg. Wo lang muss ich? Hier lang. Ich weiß nicht, wo lang. Halt die Schnauze. Da war schon wieder einer. Wo lang, wo lang, wo lang? Ich laufe dem Irren mal hinterher, der weiß bestimmt, wo es lang geht. Hallo? Alter. Ich laufe hier einfach gerade random irgendwo. Okay, da gehe ich durch. Da gehe ich jetzt definitiv durch. Boah, Junge, Alter. Es ist ziemlich krass. Warten mal ganz kurz. Ja gut, okay. Ne, ich muss mal kurz das. Geh ein paar Zentimeter weiter, kommt die Ladescreen. Echt toll. Gut gemacht, Entwickler. Mailward, erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Ach ja, stimmt. Famel und Mail waren ja. Ich habe den Unterschied vergessen. Was nochmal? Alter, gehst du mal? Hallo? Alter? Ich muss gedrückt halten. Was für eine Scheiße. Ich dachte gerade, was macht der? Oh. Du bist sehr schön animiert, Kumpel. Hallo? Okay, ich lasse dich mal hier. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ja, Freunde, wo müssen wir denn wo... Da war doch nichts, oder? War da was? Weiß ich nicht. Ich gehe mal einfach nach oben. Verschlossen. Ach komm, am Arsch, echt. Spiele. Das ist der einzige Weg da lang. Ich glaube, das ist... Wenn da jetzt ernsthaft der Dicke steht, ich schwöre, ich drehe durch.